Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren FIFA 23 Video und ich weiß, zeitnah könnt ihr auch alle zocken. Ich habe ja von EA durch das Game Changer Programm das Spiel schon ein paar Tage eher bekommen und kann euch jetzt schon hier einen sehr seltenen Squad Builder zumindest mal zeigen. Denn sehr viele Leute wissen das nicht, viele, die jetzt in meinen Streams waren oder sonst mich so verfolgen, auch weiß nicht, Social Media beispielsweise, die haben es vielleicht schon mitbekommen, aber es gibt extrem seltene Hidden Transfer-Karten, also so versteckte Karten, wo man sich denkt, wo kommen die denn her? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und da habe ich sehr viele Coins investiert und habe ein tatsächlich sehr geiles Team gebaut darum. Die Abwehr ist noch nicht so interessant. Ich habe 4 Karten reinbekommen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Die baue ich schon mal ganz kurz fertig. Das ist zum einen Chesney, das ist zum anderen Alex Moreno, der eine günstige, gute Starterkarte hat. Das ist auf der rechten Seite Cuadrado. Und in der IV haben wir dann Koundé und wir haben Saliba. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was habe ich jetzt hier eigentlich vor? Was ist der Sinn von diesem Video? Und der startet jetzt. Denn, wie ich schon gerade ganz kurz gesagt habe, es gibt ein paar Spieler, die gibt es zweimal in dem Spiel, was eigentlich nicht sein kann. Ihr seht es hier schon. Der Kollege Zakaria ist ja am Deadline Day oder kurz vor dem Deadline Day zu Chelsea gewechselt. Es gibt aber noch eine Juventus-Karte, die allerdings, wie ihr seht, jetzt aktuell nur dreimal auf dem Markt ist bei 95k, weil die halt extrem selten sind. Meine persönliche Theorie, wo diese Karten herkommen, ist, zum einen haben wir immer EA-Mitarbeiter, das Spiel schon immer, keine Ahnung, Anfang September oder so, weil die ja natürlich testen und die fahren die Server schon mal hoch, dies, das, jenes. Da gab es in den letzten Jahren, es gab zum Beispiel mal so ein Real Madrid Bale, als der bei den Spurs war oder so. Also Spieler, die halt erst relativ spät im Jahr, meistens am Deadline Day, gewechselt sind. Ja, waren halt dann noch nicht direkt aktuell in FIFA und deswegen gibt es die halt noch. Jetzt zu Beginn vom Spiel findet man die noch häufiger, die werden über das Jahr hinweg, glaube ich, immer weiter aussterben, weil die natürlich niemand wieder verkauft. Ich mag das so zu sammeln, ich wollte euch auf jeden Fall dieses Video bringen, ihr wisst, natürlich bringt mir das Ingame nichts, weil der Zakaria ist ja genauso gut und ich habe für den jetzt beispielsweise hier 35k bezahlt, ich hätte den vom FC Chelsea auch einfach holen können, für ein Drittel des Preises. Aber wie soll ich sagen, das hat halt was, weil die Karten hat halt sonst keiner. Ich werde euch ja auch noch ein, zwei weitere Karten zeigen, die ich jetzt noch nicht ins Team eingebaut habe, die es sonst noch gibt, die wir sonst noch gefunden haben. Falls auch einer von euch mit dabei ist und ihr habt halt jetzt noch die Möglichkeit, die zu kaufen. Wie gesagt, ich denke, in ein, zwei Wochen wird es die nicht mehr geben. Der nächste ist zum Beispiel Carlos Soler. Der ist tatsächlich sehr selten, weil da die Price Range nur auf 10k ist. Und der ist ja zu PSG gewechselt. Ist eine ganz coole Karte in-game. Und ja, Valencia hat jetzt noch nicht so gute Karten wie jetzt zum Beispiel Juve, wo man halt dann auch zum Beispiel jetzt einen Käse und so richtig gut einbauen kann. Deswegen bringt der Soler bisher noch nicht so ultra viel. Aber ja, man kann da vielleicht eine günstige Variante zu so einem Lorente oder so dann einfach nehmen und habe ich auch mitgenommen. Die beiden besten kommen aber meiner Meinung nach noch und das ist zum einen den Arsenal Pepe, den ich tatsächlich von einem meiner Zuschauer habe. Ich habe ihm versprochen, Ben, vielen Dank nochmal, dass du mir den verkauft hast, denn der hat gesagt, Ladi, ich habe den für dich gefunden auf dem Transfermarkt, der kostet nur 5k und wir haben den sonst auch nie wieder gesehen, wie ihr seht. Also dadurch, dass er halt so eine niedrige Price Range hat und Premier League, es gibt ja auch viele Arsenal-Fans und so weiter und so fort, ist es halt einfach sehr geil. Und die Krönung vom Ganzen ist natürlich ein Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang. Es ist eigentlich, das Team ist eigentlich so rosa Quatsch, dass ich es schon wieder unfassbar geil finde. Ihr merkt das, vielleicht kann ich den anderen dafür nicht so begeistern. Ich finde es einfach mega, mega cool, dass es solche Karten gibt. Wie gesagt, so ein Aubameyang, den gibt es tatsächlich so 3-4 Mal teilweise auf dem Markt. Gucken wir jetzt mal. Genau, den gibt es hier gerade 3-4 Mal für 80k. Ich habe immerhin 36k ausgegeben, was eine ganze Menge ist. Ich kann natürlich verstehen, wenn der ein oder andere sagt, ja, brauche ich jetzt gerade aktuell nicht, weil ich kann jetzt mit meinen Coins eigentlich gerade Besseres anfangen. Aber das kann ich tatsächlich auch verstehen. Ich habe es jetzt erstmal für das Video gemacht. Es gibt zum Beispiel noch einen Fabian von Neapel, den habe ich nicht geholt, den fand ich jetzt nicht so spannend. Ansonsten habe ich noch einen Gouillet beispielsweise, der ist gewechselt,
wo ist er hingewechselt? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, vielleicht wieder in die Premier League zurück. Den habe ich beispielsweise noch gesehen. Auch den gibt es jetzt zumindest einmal auf dem Markt. Und einen Acerbi habe ich noch. Ansonsten gibt es noch ein, zwei andere Karten. Danach gehen wir aber natürlich auch mal eine Runde Ingame. Ihr könnt logischerweise die nicht suchen über Dream Squad oder generell über den Namen, sondern ihr müsst wirklich dann beispielsweise, es gibt einen BVB Arkanji, müsst ihr dann halt wirklich gucken, IV, Schweiz, Bundesliga selten und so weiter und so fort, weil diese Karten gibt es halt eigentlich nicht. Wie gesagt, die gibt es halt auch nicht im, keine Ahnung, Dream Squad oder so. Wenn ihr danach sucht, ich zeige euch gerne mal ganz fix den Arkanji, der müsste eben auf dem Markt nämlich sein. Okay, der ist jetzt gerade nicht auf dem Markt, ist jetzt natürlich doof, aber wie gesagt, den gibt es eigentlich für 25k, aber ihr merkt schon, die sind halt sehr selten. Und letzter Versuch, ich gucke mal, ob es den noch gibt, dass ich euch den noch zumindest zeigen kann. Es gibt auch einen Anthony von Ajax. Und das sind ja alles, wie gesagt, Karten, die noch ganz am Ende gewechselt sind. Schauen wir mal, den gibt es gerade tatsächlich auch nicht. Also ihr merkt schon, die Karten werden seltener, schaut aber, wenn ihr einen Anthony haben wollt und einen Akanji, einfach hin und wieder mal rein. Glaubt mir, die gibt es, habe ich schon oft genug auf der Liste gehabt. Ich habe mich mit der Thematik tatsächlich ein bisschen beschäftigt. Wie gesagt, ich finde es ganz cool, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir machen noch den richtigen Manager rein, ich hatte das schon fertig. Wir zocken jetzt natürlich auch mal mit Transfer-FC eine Runde und schauen wir mal, ob nicht Pierre-Emerick Aubameyang in der Barca-Version ein, zwei Hütten macht, ne? So, auf geht's. Der Gegner denkt wahrscheinlich, ich bin am Rumcheaten, wenn er jetzt hier gleich mein Team sieht. Ist aber tatsächlich alles in Ordnung. Ich bin in Division 8 gerade, ist jetzt für den frühen Zeitpunkt schon einigermaßen gut. Ihr seht, der Gegner hat jetzt auch zumindest schon mal ein recht stabiles Team, noch nicht übertrieben. Sollte möglich sein mit Auber. Auf geht's. Da haben wir direkt mal Pepe, der direkt durchpaced mit Cuadrado. Das sieht doch schon mal gut aus. Cuadrado. Ah, das ist ja wunderbar. Und Cuadrado kann leider nicht schießen. Das ist natürlich ein bisschen belastend. Mit dem richtigen Cam-Style vielleicht hätte er ein bisschen mehr Abschluss gehabt. War erste gute Chance schon mal. Flanke kommt in die Mitte. Gut geklärt von Moreno. So, da haben wir jetzt Soler. Pepe, wunderbar. Und jetzt geht Auber ab, den ich, wie gesagt, sehr gut finde bisher. Falls ihr da Bock habt auf die Chelsea-Variante, kann ich bisher empfehlen. Habe jetzt schon ein, zwei Games mit ihm gemacht. Der flankt auf den Arsenal, Pepe. Mega geil. Und dann haben wir auch schon direkt wieder das 1-0 gemacht. Wunderbar. So, Chiesa ist durch. Kann er den machen? Den macht er auch. Ich werde euch natürlich auch in den nächsten Videos nochmal ein bisschen mehr Gameplay-Tipps und Tricks und so zeigen. Ihr merkt das, ich bin immer noch in der Findungsphase. Auch natürlich Formationen, ein paar, Schusshilfen, Defensivhilfe. Da werde ich euch auf jeden Fall auch noch Videos bringen, falls ihr euch das fragt. Jetzt erstmal versuche ich auch das Spiel ein bisschen zu lernen. Kurz jetzt mal darauf eingehen, aber da brauche ich natürlich noch ein paar Tage. Ich will euch kein Blödsinn erzählen. Deswegen habt da einfach ein bisschen Geduld. In der Zeit, wo ich hier es euch ganz kurz erkläre, können wir sogar fast direkt wieder nächstes Tor machen. Da ist wieder Pepe. War es abseits mit Aubameyang? Ich weiß nicht. Mit links? Oh, es war nicht mal abseits. Hätte ich sogar mir nochmal mehr Mühe geben können. War ein bisschen dumm. Egal, Ecke kommt. Die sieht doch gut aus. Schade, Saliba auf dem zweiten Pfosten. Oh, gut, Auber. Nice. Wer steht da in der Mitte? Wieder Pepe. Schade. Wieder sehr gut gehalten von seinem Areola, muss man sagen. Ecke kommt. Cuadrado macht die Ecken. Das ist doch eigentlich absolut in Ordnung. Kriegen wir auch wieder gut rein. Ecken habe ich ein bisschen trainiert. Haben auch die leider nicht zum Erfolg. So, jetzt aber komm. Mit Chiesa. Kommt irgendwie wieder zurück der Ball auf Chiesa. Okay, war nicht das schönste Tor, bin ich ehrlich, aber nehmen wir mit. Und jetzt Pepe wieder. Können wir mal den Powershot probieren? Boah, Junge, wie der den reinknallt. Let's go, Nicolas Pepe. Könnte ich euch den zumindest auch nochmal zeigen? Wie gesagt, dazu ja dann nochmal mehr. Geht mit L1, R1 und dann Kreis und dann seht ihr, wie das so reinzoomt. Auf jeden Fall eine ganz coole Möglichkeit, einen guten Schuss abzusetzen. Naja, ich würde mal sagen, das Team hat auf jeden Fall den Test bestanden. Wir sind sogar aufgestiegen in Liga 7. Wusste ich gar nicht, dass ich jetzt schon das hingekriegt habe. In Sachen Gameplay, darauf lag jetzt bei dem Team, also logischerweise nicht der Fokus, weil die spielen sich ja so wie die ganzen anderen Karten, wie jetzt zum Beispiel der Nizza Pepe oder der PSG Soler, das ist natürlich kein Unterschied. Wenn ihr noch mehr Karten findet auf dem Transfer in der nächsten Zeit, schreibt mir das auf jeden Fall gerne.
Die findet vielleicht der ein oder andere durch ein bisschen Zufall. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wie gesagt, ein paar habe ich jetzt hier schon mal verpflichtet. Und dann natürlich gerne eure Meinung in die Kommentare. Findet ihr das Blödsinn, was ich gemacht habe? Oder findet ihr das eher cool? Ich finde, das hat Charme, weil sonst hat keiner gefühlt diese Karten und ich mag sowas. Und dann hoffe ich, dass euch das heutige Video gefallen hat. Wenn ja, lasst natürlich wie immer einen fetten Daumen nach oben da und dann sehen wir uns zeitnah wieder zu weiteren Videos. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.